auf dass er ein erfolgreicher Abend wird. Ja, Leute, wir machen erstmal noch ein Level zum, von Ben, zum Warmwerden, so ein bisschen. Finale Furioso von Ben. Jetzt geht's los. Okay, war das so? Ich hab ihn nicht gesehen. Vielleicht hat er den nochmal irgendwie ein bisschen versteckt. Und Tiger Ocean, hi, servus. Er hat jetzt einen Cheeseburger im McDonald's geholt. Das ist Schleichwerbung, Digga, oder? Im Stream muss man immer aufpassen, was man sagt. Kann ich dir irgendwie helfen, Captain? Suchst du irgendwie, hast du wieder deine Schlüssel verloren, Woldi? Tja, hier kommst du jetzt nicht durch, ja? Tastatur im Weg. Aha. Alles okay, Sweetie. Seht erstmal hier das Level von Ben clearen, Digga. Es wird Zeit. Doch, okay. Danke. Okay. Auch cool, dass es halt so optionale Wege gibt in dem Level. Feuerblume wäre mal wieder schön. Da hätten wir die Feuerblume dann bekommen. Wir hätten nach rechts jumpen können. Muss mal gucken, ob das geht, ja. Und Mama Mann, sei gegrüßt. Ziemlich heiße Geschichte auf jeden Fall. Ja, da kann ich fast nichts mehr machen. Oh, ich hoffe, ich krieg die. Danke. Boah, ist die Unterbrechung laut. Ah, guck mal, da ist doch der Checkpoint. Ja, Leute, getarnt, ist übertrieben, oder? Also den kann man schon mal sehen. Und die Unira, Hallöchen, sei gegrüßt. Dunkel auf Dunkel kann man passieren. Ja. Vielleicht war ich noch nicht ganz da. Vielleicht. So, let's go. Okay. Klingelingeling. Ist ja witzig, wenn wir danach genau dieselbe Stage im Expert bekommen. Das würde ich echt feiern irgendwie. Ich komme da nicht durch. Ist aber halt so schlimm. Wir warten mal noch. Sehr gut. Schon sick, was er da gebaut hat, Mann. Ein bisschen zu hoch. Ja, da muss ich gehen. Oh, das wird ein bitterer Jump. Okay. So, hier bitte nochmal open the gates, bitte. Ah, da kriegen wir gleich den Hit. Schade.
Jetzt bitte hier aufmachen noch. Komm, Bowser. Open it. Kein Power-Up mehr. Komm, mach's auf, Digga. Juhu. Obwohl wir ein paar Mal gestorben sind, haben wir da einen neuen Rekord. Kriegt auf jeden Fall ein Like. Okay. Schönes Level. Wir haben 5 Leben, wir haben 102 Level. Wir starten mal ein Level durch und gucken mal, wie es läuft. Okay, der geht nach da. Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Wir nehmen auch die Münzen mit. Wir brauchen den. Schafft man den Jump darüber? Vielleicht mit Full Speed und dann rüber jumpen, oder? Subworld. Der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Jo, Digga, jo. Das kannst du vergessen im Endless, oder? Das ist not gonna happen, wenn du die Stage nicht kennst und sowas kriegst. Ah, oh, come on. Später. Feuerblume. Magic Cooper zweimal. Hätten Copter gegeben. Wir hätten ein Leben vielleicht dazu gewonnen, aber du weißt halt nicht, was in der Stage noch alles kommt. Schade. Und Jennifer Mann, dir danke für den Support. Und Girlie Mann, dir auch danke, Mann. Link's Small Adventure. Humana zustatten geht, vielleicht. Okay. Ja, spielst du schon? Super Mario Maker. Eigentlich seit Release immer mal wieder. Aber seit ein, zwei Jahren ein bisschen exzessiver auf jeden Fall. Okay, gibt da nochmal einen Link-Suit, ist gut. Okay, die laufen ja einfach runter zum Glück. Ich hoffe, es triggert kein P-Switch oder so, oder kein Kaizo-Block oder irgendwas in der Art. Ich vermute mal nicht, dass er einen Schlüssel hat. Oh, na toll. Also wir haben noch einen Link-Suit übrig. Oh, das wird jetzt richtig bitter. Come on! Ich glaube, wir müssen die nach und nach erledigen. Das ist, glaube ich, der bessere Move. Das ist halt echt bitter. Vor allem halt in Kombination mit Lakitu ist das echt krass. Letztes Leben. Skip. Bitte nicht. Könnte schon sein, dass der Run ins Down geht.
Ja, wir müssen Lakito killen sofort. Das ist der Move. Wir haben Pfeil und Bogen. Vielleicht kriegen wir Lakito gleich down. Das wäre cool. Und die luren mal, glaube ich, mal ein bisschen hierher, die zwei. Jawohl. Komm, Bowser Junior, you can do it. Kriegen ein Leben wieder zurück. Die Stage muss man auch mal ein bisschen mit Kopf lösen, auf jeden Fall. Kriegt auch kein Dike. Zwei Leben, Leute. Let's go. How bad can it be? 1-1, but with bouncy balls. Arena-Stil, ohne getroffen zu werden. Nur bouncy balls. Oh. Wir machen es abseits. Das wird jetzt bitter, mit einem Leben dann irgendein Level, wo du nicht kennst, zu spielen. Das wird krass. Also theoretisch ist der Mushroom Quatsch, weil du kriegst, wenn du den Hit kassierst, dann ist sowieso vorbei. Das wird übel. Aber wir können vielleicht in die Pipe. Vielleicht kann man direkt in die Pipe. Nee. Oder in die Pipe? Oh. Okay. Das ändert natürlich alles. Ja, come on. Das kam im Endless jetzt gerade eben. Why don't you get a mushroom? Because I have a clear condition that it's not allowed to take a hit. That's why it makes no sense to collect the mushroom. It's completely senseless, because if you get hit from an enemy, then it's not possible anymore to reach the flag. So that's why I keep the smaller hitbox by being small. Irgendwo ein Stern. Ja. Kriegt man die down? Vielleicht kriegt man die sogar down mit dem Stern da oben. Das könnte sein. Hier sind keine Gegner, deswegen erstmal easy going, aber irgendwann muss ich da hoch. Lass mich doch durch. Okay, jetzt kann mich eigentlich nichts mehr töten, oder? Also. Springen dürfen wir hier nicht. Wir bleiben unten. Also. Da ist auch immer ein bisschen Glück mit dabei. Krieg kein Like. Okay, Leute, letztes Leben, 103 Stages. Let's go. Spiny Shenanigans aus Holland. Okay, kein Spin Jump. Auto Scroll. Okay, also wir reihen uns ein. Let's go. Da machen wir es so. Huch. Alter Falter, Mann. Okay. Checkpoint bringt uns nichts, weil wir sowieso nur noch ein Leben. Das Level kenne ich auch. Ich nicht. Ich sehe es zum ersten Mal, glaube ich. Oh, come on. Boah, come on, Mann.
Boah, das sind da schon Leben. Das hätte ich eigentlich schon gern. Go. Ich hoffe, der wird nicht noch schneller, der Autoscroll. Ist dann schon mal ein großes Problem. Bitte lass vorbeigehen. Nochmal ein Checkpoint. Das ist schon ein bisschen bitter. Come on, drop. Boah, natürlich. Das ist so assi, Mann. Oh, hab's Wasser nicht mit beachtet, leider. Das ist gerade in dem Moment nach oben. Ah, schade, schade, schade. Wie es jetzt am Ende passiert, ist ultra ärgerlich halt. Eieieiei. Wie viel war der Run? Ich glaube, bei 103 waren wir. Ich würde sagen, wir machen das Level auf jeden Fall mal noch abseits vom Endless. Oh, Leute. Trotzdem ärgerlich halt. Der Tod, wie er jetzt halt war, war ultra ärgerlich. Wir waren eigentlich voll im Fokus drin, es lief alles eigentlich richtig gut. Die Stage ist auch nicht so pain und für den Tod kann der Level Creator auch nichts. Da bin ich schon derjenige, der da drauf achten muss, dass das Wasser halt steigt, aber das dann halt genau in dem Moment ist so wieder. Ist echt schade. Auch, dass wir hier gecheckt haben, dass wir da rüber jumpen müssen. Das haben wir alles kapiert. Da haben wir den Hit zum Glück auch nicht bekommen. Das hätte uns auch einen Hit geben können. Und Rügebräu, Hallöchen. Trotzdem guter Run. Ja, wir spielen momentan alle Level. Ich bin zufrieden. Wir werden auch immer besser. Hab vor kurzem mal in ein altes Video reingesneakt. Also, es ist schon besser geworden, auf jeden Fall. Ist interessant. Auch gerade die Shell-Jumps sind viel, viel besser. Weißt du, mich nervt halt trotzdem, wie der Run jetzt zu Ende ging, wenn ich überlege halt. Eben vor ein paar Level hat man noch irgendwie 25 Leben und dann rotzt es halt so schnell nach unten. Aber ich glaube, das liegt auch mental an mir. Ich weiß dann die Leben nicht mehr so zu schätzen, wenn du mal so viele Leben hast. Und da muss ich halt trotzdem kämpfen noch. Also ich muss dann trotzdem weiterkämpfen, auch wenn ich irgendwie 25 Leben habe. Ich muss um jedes Leben kämpfen in dem Modus, weil sonst ist es vorbei. Hier habe ich mich auch gefragt, ob du die Leben farmen könntest. Aber ich glaube, nein. Jetzt generell war fair und gut gemacht, ja. Ja, die war auch sehr fair, ja. Das ist halt, das, sowas fuckt dich halt dann ab am Ende. Das ist halt so bitter. Das Wasser, wo steigt, das hat mich dann, das hat's gekostet. Genau, der ist nicht gedroppt richtig. Und dann war es irgendwie das Wasser dann am Ende, ne? Da. Jetzt habe ich den Sprung rausbekommen übrigens. Krasser Bossfight, richtig cool gemachte Stage. Ist halt auch echt bitter, die Shell wird halt auch langsam, wenn das Wasser hochkommt, ne? Das hätte man nicht überlebt, glaube ich. Ah, schwierig, aber das hätte man eventuell auch nicht überlebt. Und auch wird's Hallöchen, sei gegrüßt. Wir hätten zwei Leben bekommen. Wir hätten in der Stage zwei Leben bekommen. Also in der Stage hätten wir ziemlich wahrscheinlich Plus gemacht, hätten wir genug Leben gehabt, aber... Eben, wir müssen halt verhindern, dass der Run runtergeht auf irgendwie 5 Leben oder so, weil dann wird's richtig Pain. Aber die Stage hat auf jeden Fall ein Like verdient. Das war eine coole Stage, alles in allem. Gar nicht mehr viel. Ja, nur noch der Bossfight eigentlich. Schade, schade, schade. Leute, eben schön, dass ihr da wart. Hat mir das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Habt euch lieb. Kuschelt noch mit euren Lieben. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann mal. Tschüdelüdel. Ciao, ciao. Tschüss.